Berlin-Neukölln. Mehr soziale Durchmischung geht eigentlich nicht. An den Schulen sieht's anders aus. Alle kommen hierher und finden es so cool, aber die Kinder dann auf die Schule hierher zu geben, das ist dann, da ist dann zu viel Nähe oder so mit den Leuten und mit dem Kiez an sich. Viele Eltern in Deutschland wollen nicht irgendeine Grundschule für ihr Kind. Und das hat Folgen für soziale Miteinander. Wir sind ein Land hier. Und wir wollen zusammen wohnen, zusammen leben. Das ist unser Land, das ist unsere Zukunft, vor allem für unsere Kinder. Wichtig ist aber, dass bei den Schulen, die es brauchen, das Geld auch ankommt. Da müssen wir noch besser werden. Die Grundschule ist die Schule für alle Kinder. Und was jetzt passiert, auch gerade in Berlin, dass das sich langsam auflöst. Also ich komme ja aus einer Kleinstadt. Als ich vor etlichen Jahren in die Grundschule gekommen bin, haben sich meine Eltern gar nicht die Frage gestellt, auf welche Grundschule ich komme. Ich bin einfach in die nächstbeste gegangen und fertig ist. Aber seit einigen Jahren wohne ich hier in Berlin und hier läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Denn seit Jahren ist es hier so ein bisschen ein Trend geworden, dass man nicht mehr die Einzugsschule, also die Kiezschule nimmt, die in der Nachbarschaft ist, sondern sich eine bessere und irgendwie eine passendere Schule suchen möchte. Und genau mit diesem Phänomen habe ich mich in den letzten Monaten beschäftigt, zusammen mit meinem Kollegen Nico. Wir haben eine junge Mutter aus Berlin-Neukölln begleitet, die echt seit Monaten hin und her gerissen ist, auf welche Schule sie ihren Sohn jetzt eigentlich schicken soll. Zum einen ist da die Privatschule, die ein bisschen weiter weg ist, oder doch vielleicht die Kiezschule direkt bei ihr in Nordneukölln. Ja, und was ich mich eigentlich während der ganzen Recherche gefragt habe, ist, gibt es denn wirklich sowas wie gute und schlechte Schulen? Und wenn ja, was passiert denn eigentlich mit den Kindern, die an die vermeintlich schlechten Schulen kommen? Wurst. Willst du es mal so rumschreiben? Probier mal. Katza hast du jetzt geschrieben. Katza? Fast. Wenn hier vorne noch ein K ist, dann steht da Katza. Ich glaube, da denkt man gar nicht so krass drüber nach, wenn man ein Kindergartenkind hat und dann irgendwann auf einmal musst du halt, dann kommt dieses Thema Schule und ja, das sind dann so viele Dinge, die einem da im Kopf herumschwimmen. Das Thema kommt so plötzlich in dein Leben und du musst eine mega informierte Entscheidung treffen, weil das wahrscheinlich sehr stark die Entwicklung deines Kindes beeinflusst. So. Ich habe echt viele Wochen und Monate jetzt mich mit diesem Thema beschäftigt und habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie etwas bewusst steuern kann. Also ich habe auch das Gefühl, ganz viel liegt nicht in meiner Macht. Und das macht natürlich auch Angst oder so ein bisschen ohnmächtig. Viel Zeit ist nicht mehr. August soll jetzt in diesem Sommer auf die Grundschule kommen. Seine Mama steckt in einem Dilemma. Soll er auf die Kiezschule oder nicht? Wovor habe ich genau Angst? Ist es wirklich, dass ein hoher Prozentsatz von Kindern nicht deutscher Herkunft ist? Nee, das ist es ganz sicher nicht. Aber ne, habe ich vielleicht Angst, dass die Klassen sehr groß sind, dass es sehr laut ist, dass da einfach sehr viele Dinge untergehen, die jetzt die Inhalte angeht, weil im sozialen Gefüge ganz viel nicht richtig hinhaut. Und auf der anderen Seite denke ich auch, okay, wenn alle Stricke reißen, sind wir an der Rixdorfer und das wird auch gut. Das wird auch gut. Wir machen das Beste draus. So. Mal gucken, was das Universum für uns bereithält. Ja. So, das war jetzt erstmal nur ein sehr kurzer Ausschnitt aus dem Film. Aber was ich dazu sagen muss, und ich habe Annemarie ja wirklich mehrere Male getroffen, sie hat wirklich doll mit sich gehadert. Also sie hat echt mit vielen Eltern gesprochen, war an vielen Schulen, hat sich die angeschaut und war wirklich hin und her gerissen zwischen der privaten Schule und der staatlichen Kiezschule. Warum zögert Annemarie, ihren Sohn hierher zu schicken? Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, lieber 1B. Erste Stunde an der Rixdorfer Grundschule. Wegen Corona gerade im Wechselunterricht mit weniger Kindern. Das könnte Augusts Schule werden. Frau Demir wäre dann seine Klassenlehrerin. Hallo, Gülen. Hallo, Sibra. Hallo. Wie wird das Öl geschrieben, Ahmed? Weißt du das? Möchtest du das an ihm mal in die Luft schreiben? Wollen wir zusammen? Ja?
Dann hochheben, unser rechter Arm. Dann so. Und dann Pünktchen, noch eine Pünktchen. Und jetzt kleine, ja? Herr Duran unterstützt Frau Demir auf Deutsch und Türkisch, um alle Kinder zu erreichen. Zweisprachige Klassen wie die 1b haben jede Woche 5 Extrastunden Türkischunterricht. Wir haben Kinder, die zu Beginn teilweise gar nicht die deutsche Sprache beherrscht haben. Die Hoffnung ist eben, dass wenn die Kinder ihre eigene Muttersprache auf höherem Niveau erwerben, dass sie dann auch die deutsche Sprache besser lernen. Was heißt das? Sag's auf Türkisch, wenn du sagst. Çorba. Çorba. Çorba ist eine Suppe. Ja, eine Suppe. Du bist super. Ganz toll, mein Junge. Echt. Und damit, meine Lieben, verabschiede ich mich euch. Und ihr habt heute wieder so toll mitgearbeitet, dass ich jetzt mit einem ganz, ganz tollen, schönen Gefühl in die nächste Klasse gehe. Tschüss, meine Lieben. Tschüss, liebe Frau Demir. Und dann kommt sowas noch dazu. Dankeschön, Mivet. Ich wünsche dir noch einen schönen Geburtstag heute, ja? Feier schön. Ach, ja, mein Süßer, na, wie geht's dir? Alles gut? Alles gut? Auf der Rixdorfer Grundschule sind nur wenige Kinder, die mit ihren Eltern Deutsch sprechen. Der sogenannte NDH-Anteil, also Kinder nicht deutscher Herkunftssprache, liegt hier bei etwa 90%. Diese Zahlen veröffentlicht das Land Berlin. Einsehbar für alle. Da sind immer noch, und das ist das Traurige, eigentlich diese Berührungsängste vorhanden. Und der Anteil der Kinder mit Immigrationshintergrund gibt keine Aussage darüber, welche Qualität in dem Unterricht oder auch am Lernen vorliegt. Und der andere Grund ist eben, dass sie befürchten, dass es hier viel mehr Konflikte, viel mehr Streitereien gibt. Und wir haben nicht viel mehr und aber auch nicht viel weniger Konflikte und Streitereien. Und ich sage immer meinen Eltern, Konflikte, wenn sie hier in der Schule stattfinden, in einem geschützten Raum, sind anders zum Lernen. Ja, und zum Fördern der sozialen Kompetenzen. In Berlin werden so Schulen wie die Rixdorfer, die wir ja gerade gesehen haben, oft als Brennpunktschulen gelabelt. So ein bisschen nach dem Motto, viele türkischsprachige und arabischsprachige Familien, viele Probleme. Und wenn die Schule erstmal so ein Label hat, dann schreckt das natürlich ganz schön viele Eltern ab. So wie zum Beispiel Anne Maya, die wir ja am Anfang vom Film kennengelernt haben. Und das merkt wiederum der Schulleiter der Rixdorfer Grundschule, mit dem haben wir auch darüber gesprochen. Wir haben das schon in Anmeldegesprächen relativ häufig gehört von bildungsnahen Eltern, dass sie sich dann doch für eine andere Schule entschieden haben. Was wirklich dahinter steckt bei den Eltern, ob das vielleicht auch eine Sorge ist, dass ihr Kind hier Deutsch verlernt oder so, das weiß ich nicht. Das kann man vermuten. Aber es ist nicht so. Wir verlernen kein Deutsch. In Berlin hat sich im Schuljahr 2020/21 etwa ein Drittel der Eltern gegen die Einzugsgrundschule entschieden. Diesen Trend gibt es in vielen deutschen Städten, aber auch immer häufiger auf dem Land. Und offenbar spielen Vorurteile eine große Rolle, wenn Eltern für ihr Kind nach der besten Grundschule suchen. Ich verabrede mich jetzt mit Marcel Helbig. Herr Helbig, können Sie mich hören? Bildungsforscher an der Uni Erfurt. Ja. Hallo. Ich möchte wissen, warum viele Eltern sich gegen die Einzugsschule entscheiden. Vordergründig ist es, ja, das ist Qualität von Schule, das sind kleine Klassen, das ist dies, das ist jenes halt so. Ne? Also da wird irgendwie versucht, das Ganze zu rationalisieren, warum man etwas tut oder nicht tut. Vor allem bei den Akademikereltern ist es dann, aber auf keinen Fall will ich hier irgendwie diese Schule nicht wählen, weil hier 70% oder 80% Migranten sind halt so. Also weil sie auch ganz genau wissen, wenn sie danach gefragt werden, dass das nicht opportun ist, also nicht sozial erwünscht ist, dass sie das auch antworten halt. Und so kommt man auch sowohl in so einem Interview als auch bei so einer Befragung, in einer wissenschaftlichen Befragung eigentlich nie so wirklich an diesen Punkt heran, dass es so ein Unwohlsein mit der sozialen Situation ein Stück. Vielleicht ist das auch das Dahinterliegende. Also man will nicht mit den armen Kindern eigentlich zusammen sein. Gibt es gute und schlechte Schulen und ja, woran liegt das? Es gibt bestimmt gute und schlechte Schulen. Aber es gibt überhaupt gar keinen Grund, in Berlin anzunehmen, gerade in diesem Grundschulbereich, dass die eine Schule besser wäre als die andere. Weil, ehrlich gesagt, die Informationen, die wir nun darüber haben, wie gut so eine Schule ist oder nicht ist, die sind sehr gering. Anders als in den USA oder Großbritannien wissen wir nicht,
okay, das ist quasi die Ausgangskompetenz meiner Schule und das ist quasi die Endkompetenz. Und dann hat man vielleicht noch ein bisschen was mit sozialer Zusammensetzung, was da in diesem in den Topf mitgegärt hat halt so. Also man kann am Ende gar keine wirklich gute Aussage darüber treffen und so bleibt das alles im Subjektiven. Trotzdem, viele Eltern wie Anne Maya sind unsicher, wollen die beste Grundschule für ihr Kind finden. Und weil es oft nicht so einfach geht, sich seine Wunschschule auszusuchen, sagen sich viele, privat statt öffentlich. Versagt hier unser staatliches Schulsystem? Darüber spreche ich gleich noch mit einem Bildungspolitiker aus dem Bundestag. Privatschulen locken auch mit alternativen Konzepten. So machen es zum Beispiel die Waldorf- oder Montessori-Schulen. Es gibt aber auch viele Privatschulen mit kirchlichen Trägern. Ob Privatschulen besser als staatliche sind, ist nicht belegt. Der Anteil der SchülerInnen auf Privatschulen hat sich in den letzten 30 Jahren fast verdoppelt. Inzwischen gehen 1 Million SchülerInnen auf private Schulen. Das ist jedes 11. Kind. Und das hat krasse Folgen. Ist es schlimm, dass immer mehr Menschen auf Privatschulen gehen und den privaten Weg wählen? Für die Gesellschaft? Es wäre kein Problem, wenn die Privatschulen ein Abbild der Gesellschaft wären. Und das sind sie ganz offensichtlich nicht, dass wir im Endeffekt Akademikerschulen, also quasi wo fast nur Akademiker Eltern drin sind. Was jetzt passiert, dadurch, dass wir eher die sozial höher gestellten Schichten in diesen Privatschulen haben, sie können über Schulgelder sich eine bessere Bildung erkaufen. Und umso mehr Geld ich generiere, umso besser nur an Geld quasi ist meine Schule, die ich dort generiere. Und somit, wenn ich da Tür und Tor öffne, dann wird sich das so verschieben, dass natürlich die Kinder, die Eltern, die es sich leisten können, wollen das Beste für ihr Kind halt so. Und so verschiebt sich das. Und da leidet natürlich kein einziges Kind auf der Privatschule drunter. Aber es führt natürlich dazu, dass ich eine starke soziale Spaltung zwischen diesen Schulformen hinbekomme, die dann so eine Eigendynamik auch ein Stück weit annimmt. Das fand ich jetzt irgendwie schon ein bisschen krass, so zu hören, dass sich so viele Eltern einfach Bildung erkaufen wollen durch eben diese Privatschulen. Und vor allen Dingen an Grundschulen, wo ja wirklich alle Kinder aus allen sozialen Schichten zusammenkommen sollten hier in Deutschland. Ich habe tatsächlich auch im Laufe der Recherche mit einem Vater gesprochen, der mit dem Gedanken Privatschule gespielt hat, sich dann aber doch von der Kiezschule hat überzeugen können. Und das war die Rixdorfer Grundschule, von der wir auch schon am Anfang berichtet haben. Das hier ist er. Ali Murioglu wohnt auch in Neukölln und hat seine 3 Kinder auf diese Grundschule geschickt. Aus seiner Nachbarschaft kennt er aber viele, die das nicht getan haben. Ich will solche Eltern nicht so kritisieren, aber ich finde schade, sehr schade. Die sollen uns auch unsere Kultur, andere Kultur auch kennenlernen. Ich sehe Rixdorfer Grundschule wirklich wie ein Mosaikstein. Viele Nationalitäten, viele Sprachen. Was die Eltern, diese Kinder denken, kann ich mir ungefähr ahnen. Und das heißt nicht so gut für Berlin. Die wollen ihre Kinder nicht mit unseren Kindern zusammen in eine Klasse haben. Ich frage mich, warum? Wir sind ein Land hier. Und wir wollen zusammen wohnen, zusammen leben. Das ist unser Land, das ist unsere Zukunft, vor allem für unsere Kinder. Soziale Gerechtigkeit, Miteinander, Chancengleichheit, das sind die klassischen Themen der SPD. Deswegen spreche ich gleich mit Oliver Kaczmarek. Der ist bildungspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, beschäftigt sich also seit Jahren mit dem Thema Bildung. Ja, ich bin echt gespannt, was er zu unserem Thema zu sagen hat, weil der auf seiner Website richtig groß stehen hat, Bildungsgerechtigkeit, das ist mir wichtig. Deswegen, mal schauen. Ich vorne. Denke ich. Nee, der ist zu jung. Weiß ich nicht. Laura Kingston. Hallo Frau Kingston. Hey. Ja, also vor 3 Jahren haben Bildungsforscher herausgefunden, dass die Qualität an den Schulen gerade so schlecht wie nie ist. Und der Lehrerverband hat Ihnen als Bundespolitik vorgeworfen, dass Sie der Segregation, die gerade stattfindet, einfach nur so zuschauen. Was hat sich getan seitdem? Was würden Sie dazu sagen? Also erstmal glaube ich, ist das nicht nur eine Aufgabe des Bundes oder nur der Länder oder nur der Kommunen, sondern von allen staatlichen Ebenen.
Und wir haben ja hier das Grundgesetz geändert, damit wir besser zusammenarbeiten können, damit wir überhaupt das Geld zur Verfügung stellen können für die digitale Ausstattung, für den Ganztag, für andere Dinge. Ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist, dass wir zusammenarbeiten. Ich will aber auch noch mal vielleicht einen Satz sagen, weil mir das auch aufgefallen ist in der Debatte. Diversität ist doch in unserer Gesellschaft eigentlich der Normalfall. Das sieht man in Berlin, das sieht man in allen Städten. Und ich finde, alle müssen sich auf diese Herausforderung einstellen. Der Bund muss Geld geben. Jetzt könnte ich die Milliardensummen aufzählen. Wichtig ist aber, dass bei den Schulen, die es brauchen, das Geld auch ankommt. Da müssen wir noch besser werden. Da müssen wir gezielter verteilen, nicht nur mit der Gießkanne. Und ich finde, alle müssen sich dieser Herausforderung Diversität stellen. Das wäre zum Beispiel von meiner Sicht oder aus meiner Sicht auch eine Anforderung an die Schulen in privater Trägerschaft, dass sie auch divers sind und auch nicht nur was die nationale Herkunft angeht, sondern auch was die soziale Zusammensetzung ihrer Schülerschaft angeht, sich dieser Herausforderung stärker annehmen. Ich glaube, das ist wichtig, weil Diversität und Vielfalt der Normalfall unserer Gesellschaft hier in Deutschland ist. Aber wäre es nicht schön, wenn man einfach der Schule, die ums Eck ist, einfach vertrauen könnte, weil man weiß, sozusagen, die ist genug gefördert. Das ist eine staatliche Schule, der ich vertrauen kann. Die Bildungspolitik hat genug gemacht, dass ich weiß, es gibt ein gewisses Qualitätslevel. Wäre das nicht sozusagen anstrebenswert? Qualität, also Lesen, Rechnen, Schreiben lernen, das ist schon wichtig. Das muss an allen Schulen gleichermaßen gewährleistet sein. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das Vertrauen allein durch Geld und durch bestärkende Aussagen herstellen kann oder ob man nicht einfach die Erfahrung stärken muss. Menschen bestärken muss darin, auch sich für Schulen und für Gemeinsamkeit und für Vielfalt zu entscheiden. Bis dann. Tschüss. So, nach dem Gespräch mit Herrn Kaczmarek muss ich sagen, ich bin ja schon ganz froh, dass er es auf dem Schirm hat. Also, dass es ein Problem ist, die soziale Spaltung an den Grundschulen. Aber er hat ja so sehr auf die Gesellschaft verwiesen, dass die Gesellschaft was daran ändern muss. Und ich weiß nicht, ob das so die Antwort ist oder ob die Politik da nicht noch ein bisschen mehr tun könnte, tatsächlich auch. Deswegen, ja, ist ein bisschen unbefriedigend. Aber ja, ist jetzt so. Bei Anne Maja aus Berlin-Neukölln gab es ein paar Wochen nach den Schulbewerbungen Neuigkeiten. Ich muss euch erstmal was ganz Wichtiges sagen, okay? Also pass auf. Genau, ich habe einen Anruf bekommen von einer Schule. Eine ganz tolle Schule. Und zwar eigentlich die coolste Schule für dich, August. Und die wollen dich total gerne haben. Die wollen unbedingt, dass du auf die Schule gehst. Und zwar ist das die, freie Schule am Mauerpark. Du gehst in August. Nee, August hat sie noch nicht besucht, aber das ist die schönste Schule, die wir uns für August vorstellen können. Das wird so cool! Jetzt seid ihr dran. Wie war es denn bei euch an der Grundschule mit der sozialen Durchmischung? Und wenn euch interessiert, wie es dann weitergeht an den weiterführenden Schulen, wir vom Team Upward haben eine Abiturientin begleitet. Hier könnt ihr euch das Video anschauen. Und wenn ihr die komplette Reportage sehen wollt, die mein Kollege Nico und ich gemacht haben, dann klickt einfach hier.